Und mit diesem geilen Beat, hallo und herzlich willkommen zu GTA 5, sinnlos in Los Santos. Mit dabei ist der Frost. Moin! Es gibt leider nur ein Bild, yay, an Starthilfe ohne einen Kratzer, gut gemacht. Es gibt leider nur ein Bild, weil Grafiktreiber und Bilder zusammenschneiden, Videospuren zusammenschneiden, funktioniert im Moment nicht, deswegen, bis eine Lösung verfügbar ist, wird es wohl einzeln bleiben. Ja, bieg halt jetzt ab, du Vollidiot! Willkommen im GTA. Ah, die sind so unfähig. Ich will zum Flughafen. Du wolltest jemanden mit einem Baseballschläger erschlagen. Nee, ich habe keinen Baseballschläger und mir ist jetzt danach ein Flugzeug in ein Gebäude zu fliegen. Los geht's, willst du mitfahren? Warte. Warum macht er das jetzt nicht? Will er mich verarschen? Geht doch. Das schauen wir uns an. Nice. So, wen okay, noch? Komm. Spring rein, wir hauen ab. Warte, geht nicht. Hey, keine Sterne. Das ist schon mal was. Hat ja keiner gesehen. Ich bin schon ewig nicht mehr in GTA Auto gefahren. Du merkst. Ich hab allgemein schon ewig nicht mehr gezockt, muss ich dazu sagen. Dann lässt es ja einfach gar keine Zeit. Du hast dir den Flughafen markiert? Perfekt. Jawohl. Ja, da denke ich fast immer. Diesmal lässt du die Finger von meinem Auto, das wird nicht irgendwie rumgeschuckelt mit dem Helikopter. Kann ich den Controller auswählen oder geht nur Gamepad? Ich glaube, es geht nur Gamepad. Oh, und ich weiß auch schon, was wir nachher machen, ist mir gerade aufgefallen. So ein kleiner Gangangriff nachher wird bestimmt auch witzig. Bestimmt, das finde ich jetzt echt gemein. Ich schaff's noch an dem vorbei. Was denn? Ich probier's trotzdem gleich aus, wenn ich im Flugzeug hock. Okay. Ob man mein Joystick erkennt. Ach, du hast einen Supercontroller, ja. Super, ja, mein Cytec X52. Bisschen Werbung haben wir jetzt auch drin, so muss das. Kriegen wir leider kein Geld dafür. Noch nicht. Kommt noch, wartet's einfach mal ab. Und das Schlimme ist, mir ist aufgefallen, das Ding hat immer noch zu wenig TAS. Alter. Ja, wie viel hast du? 30 Knöpfe? 32? Ja, so ungefähr. Ja. Okay, ja, es ist okay. Ja gut, wenn du halt normalerweise ein Spiel spielst, wo jede Taste auf der Tastatur zwei bis dreimal belegt ist. Ja, ich denke gerade an Armed Assault 3. Oh, das hätten wir auch spielen können. Fällt mir gerade so spontan ein. Hab ich nicht. Armed Assault 3? Armer. Armer. Heißt es auch nicht wirklich. Ja, so, aber das haben wir in letzter Zeit so oft aufgenommen. Ein bisschen GTA zwischendurch darf sein. Ja, das ist richtig. Eieieiei. Auto, Auto, Auto. Danke, liebes Auto. Danke. Holst du jetzt einen Titan? Yep. Kann ich dein Auto fahren? Nein. Du kannst schon, aber ich hätte gern, dass du es ganz lässt und nicht kaputt machst. Hey, da vorne steht noch ein Titan auf der Rollbahn. Ja, ich weiß, es stehen meistens zwei da. So, Energie. Ich lasse dein Auto ja auch ganz. Ich wollte nur zu einem anderen Flugzeug. Okay. Wollte nicht laufen. So, und wir rüsten noch eine große Spritztour. Deswegen freut euch. Wie hebt man? Ah, so hebt man ab. Okay. So, meine Damen und Herren, bitte. Hier spricht der Kapitän. Wir sind gerade auf dem Weg zum... Tatsächlich, bis auf die Maus funktioniert an dem Controller nichts. Witzig. Ja, gut, ist das ja auf Gamepad ausgelegt. Und nicht ja, auf aber... dicke. Meine Damen und Herren, willkommen auf unserem Flug zum Los Santos. Wie heißt das Flugfeld in der Wüste? Egal. Wir servieren heute Tomatensaft und Käse-Sandwiches. Wie fliege ich ohne Gamepad? Mal sehen, ob er es rausfindet. Wie hebe ich ab? Bitte. 5. Auf dem Zahlenblock. Ich brauche einen Zahlenblock? Ja, mit 8, 5, 6 und 4 kontrollierst du das Höhenruder. Und mit A und D kontrollierst du das Querruder hin. Passen wir da durch? Wir finden es heraus. In der nächsten Folge. Wo kurfst du eigentlich gerade rum? Warte mal, ich versuche noch die... Also ganz ehrlich, ich beneide dich, dass du so fliegen kannst. Wie mache ich das Landing Gear rein? Das geht automatisch, wenn du hoch genug bist.
fährt sich's ein. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Versuch's mal mit G. Ja. Strömungsabriss, ja, ist ja gut. Ich bin oft genug Flugzeug mit Controller geflogen. Ich weiß, dass das Landing Gear nicht automatisch geht. Ich hab's immer draußen gelassen, ist mir nie aufgefallen, dass es sich nicht automatisch einfährt. Und dann sich wundern, warum das die Dinger kacke fliegen. Och, es geht eigentlich. Wo kurfst du gerade rum? Ich weiß es nicht. Map. Ich bin ja fast richtig. Wo willst du denn überhaupt? Wo fliegst du rum? Sag es mir. Moment, ich wackel gerade. Ich muss mal kurz gucken. Ich bin kurz vor Vinewood. Zeichen. Kurz vor Vinewood? Okay, dann bist du vor mir. Ich bin zurückgeflogen. Kreis mal über dem Vinewood-Zeichen. Ich komme zu dir. Aber das ist natürlich ein Tiefflug. Also wenn es gleich kracht, dann bin ich zu tief runter. Nein, 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 nein! Oh. Jetzt warten wir auf die Schockwelle. Oh, kam nichts. Du spawnst dann irgendwo... Oh, mich hat's erwischt. Alter, das war eine scheiß Fahne, ja? Ich habe eine Fahne mit der Tragfläche gestreift und bin explodiert. Du spawnst dann irgendwo in der Pampa, ja. Nee, ich stehe mitten in der Stadt. Okay. Ich rufe meinen Mechaniker an. Du kennst diese schmale Straße, wo wir öfters Rennen gefahren sind, als wir zu Jobs gefahren sind in der Wüste? Vielleicht. Ich hole mir jetzt erstmal ein Auto und dann markiere ich mir auf der Karte deine Position und hole dich ab. Wie klingt das? Da, wo du, du aus den Schlangenstraßen der Stadt rauskommst und dann erstmal einen Berg hochfährst und dann wieder runter. Moment, ich muss mich konzentrieren. Nehmen wir den. So, jetzt markiere ich mir deine Position auf der Karte. Du bist da oben. Ich bin demnächst bei dir. Wenn mein Auto kommt. Wo ist mein Auto? Oh, da ist mein Auto. Oh, er hat um die Ecke geparkt. Sekunde. Natürlich hat er es einfach vor einer roten Ampel abgestellt. Warum auch nicht? Also wofür bezahle ich den Typen eigentlich, dass er meine Autos irgendwo parkt? So. Speed. Ich habe den Maserati genommen. Ich hoffe, das ist okay. Jo, mein Mechaniker bringt mir gerade Verstärkung. Na, wunderbar. Und ich habe den ersten Unfall gebaut. Yay. Ich bin gut, ne? Die fahren halt auch so unmöglich! Also überleg mal, du willst gerade links abbiegen, auf einmal kommst du in so einen Sportwagen über den Hügel geflogen und kracht voll durch deine Windschutzscheibe. Ja, das ist blink, bitter. Blink, blink, blink. Oh, mein Kaffee wird krach! Okay, jetzt kommt wieder die super ultra Ruckelstraße. Wo sogar mein jetzt inzwischen aufgebohrter Rechner ruckelt wie blöd. Ah ne, das war die Straße nebendran. Die hier geht noch. Man merkt, dass ich überhaupt nicht mehr fahren kann. Was mich ja am meisten anpimmelt, ist, dass mein Controller nicht als Gamepad erkannt wird. Dementsprechend kein Meter funktioniert. Außer die Maus. Die geht. Okay. Funktioniert auch nicht, wenn du ihn per Kabel anschließt und nein, über Steam startest. Nicht als nein. Also, wenn du ihn über Kabel anschließt, wird er von jeder Anwendung als Xbox-Controller erkannt. Außer von GTA. Gut zu wissen. Von der Crew dann auch? Ja, theoretisch schon. Ich hab meinen Leichenwagen. Vorsicht, nicht runterfallen. Ja, deswegen habe ich ja dich als Sperre benutzt. Als Leitplanke. Das ist richtig. Nutz die Leitplanke, sei die Leitplanke, Knirsch. Wow. Ups. Du Sackratte. Das war keine Absicht, aber du bist auf einmal stehen geblieben und ich konnte immer bremsen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein. Ich hab noch eine Handgranate. Fress! Die bringt mich nicht um. Ja, warum, weil sie Kilometer weit neben dir explodiert ist. Hast du noch irgendeine Haftpumpe oder sowas? Muss ich schauen. Ja, 25 davon hätte ich noch. Hab mal eine dran. An dich. Ja. Ernsthaft? Ja. Okay. Hast du einen an der Fahrertür? Gut. Schau raus. Okay. Wirklich? Ja. Ich will's nicht zahlen müssen. Müsste überlegen.
Ich halte, glaube ich, 5 davon aus, bevor ich explodiere. Schick, so ein Ding bräuchte ich auch. Wir sind doch schon mal in Searchen mit Turm gefahren, da haben wir ja auch so viel ausgehalten. Ja, aber der Panzer hat uns am Ende doch kalt gemacht. Ja, wenn er oft genug drauf schießt. Das war eigentlich ganz witzig. Ich habe eine Idee, wir treffen uns vor der Militärbasis. Oh Gott. Wollte zum Flughafen, jetzt wieder zur Militärbasis. Okay. Ist klar. Ich lasse mein Auto aber vor der Militärbasis stehen. War rein. Ich habe noch 4 Treffer. Ja, du sollst mich ja auch mit reinnehmen, du Vogel. Ach, wird man... Ich weiß gar nicht mehr, wird mein Auto dann einkassiert, wenn ich in der Militärbasis verrecke? Wenn du es zu nah ranstellst, ja. Okay, dann warte ich ein Stückchen vor der Militärbasis. Du sollst es halt nicht im Tunnel abstellen, sondern irgendwie so 100 Meter hinten ran. Okay. Ja, ich stell's oben auf dem Parkplatz ab. Rechts vor links, du Arschloch! Entschuldigung. Warte mal kurz, ich komme nicht hinterher, weil die hier alle so beschissen fahren. Bin nach Querfeld eingefahren. Du bist eh schneller, du holst mich früher oder später ein, spätestens auf dem Highway. Stimmt, auf der Geraden. Wenn sie nicht wieder fahren wie die Idioten. Außerdem rutscht dieses Teil, obwohl es getuned ist. Ja, das ist gut für die, das ist gut für die Kurven. Ja, er ist sogar mit Turbo ausgestattet. Meiner auch. Deswegen klingt er wie ein Staubsauger. Turbo-Leichenwagen. Das ist super. Was willst du mehr? So kommt derjenige an, bevor er anfängt zu stinken. Ja, stimmt. Das ist wunderbar, ne? Und du kommst noch an, solange die Leiche noch warm ist. Alter. Okay, Leute, das habt ihr jetzt gerade nicht gehört. Hui! Vito! Ach ja, mit dem Ding kann man super Gelände fahren. Ich seh dich. Oh nein, er kommt! Aha, prepare your anus. Hallo, Traktor. Komm schon, zieh, du Dreckschüssel! Zieh! Oh. Mist. Oh, da ist der Traktor. Ich bin an der Kurve hängen geblieben. Wenn du da durchkommst, dann kriegst du mich ganz schnell. Schon unterwegs. Ja, du bist richtig flott unterwegs. Ich muss in die Kurven so weit runterbremsen, weil dieses Auto um die Kurven fährt wie ein scheiß LKW. Und jetzt mal eben abgehoben hat. Oh, ja, meins fährt sich eher so wie ein verkackter Drifter. Das ist so ein, der driftet, sobald du leicht antippst. Hallo, Traktor. Hey, der hat mich angehubt. Komm schon, zieh, ich will den noch einholen. Ich bin jetzt kurz vor der Brücke. Scheiß Insurgent ab. Ich bin auf der Brücke. Nein. Ich seh dich. Alter! Okay, du kommst davon, weil der hat mich jetzt gerade auch voll ins Heck gerammt und mich gedreht, deswegen. Ja, ich hab's gesehen. Dein Pfeil ist auf einmal in die andere Richtung. Aber jetzt kann ich ein bisschen Zeit gut machen. Fahr hoch bis zu dem Parkplatz am Straßenrand. Ah, meine Maus. Uff. Bei mir war es gerade auch ziemlich knapp. Wo ist der Parkplatz? Da muss doch hier irgendwo sein. Da war. Der kommt da vorne gleich links. Wenn du fertig bist mit Autos plattwalzen, ich wäre da. Ist okay. Meine Alarmhupe. Hit it. Wollen wir die Rampe probieren? Ach Gott, was soll's? Wir probieren die Rampe. Nein! Eieieiei. Okay, wir nehmen den Safe, ey. Fahr hinten rüber, genau. Versuch war's wert. Hey, das sind die Türen offen. Das ist nicht so von Vorteil, wenn bei einer gepanzerten Limousine oder beim gepanzerten Auto einfach mal die Türen aufspringen. Gut, okay.
Hey, fast ohne Kratzer noch. Ich muss mal schauen, ob ich noch Panzerungen habe. Ich habe keine Panzerungen mehr, aber ich kann mir noch schnell einen Snack einpfeifen. Nee, ich habe auch keine. Okay, das wird ein kurzer Ausflug, wetten wir. Doch, solange ich da drin bleibe, kann mir nichts passieren. Nicht viel. So, gut, sie können besser reinschießen als beim Kuruma, aber der Kuruma hält nur einen Schuss aus. Vom Panzer. Junge, so viel Anlauf brauchst du nicht. Weiß aber, ich verkack's an der schmalen Stelle sonst beim Runterfahren. Okay. Ja, aber hier oben fängst du so früh an zu fliegen. Dann passiert das. Fahr. Nice. Okay, hier hinten war ich noch nie. Ich? Nee. Okay, weil es eine Sackgasse ist, deswegen. Nicht. Wir warten, bis sie kommen. Das hat nicht so viel gebracht, wie ich eigentlich gehofft hätte, dass es bringt. Wir haben ein paar. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Dickes einsacken können. Mal gucken, ob wir einen Jet erwischen. Wir können es versuchen. Wenn du mich mit dem Ding abschirmst, dann müsste das eigentlich ganz gut gehen. Wir könnten auch versuchen, einen Tank zu hijacken. Mal wieder. Ja, das hat beim letzten Mal nicht so gut geklappt. Aber wir könnten es probieren. Versuch es wert. Wenn du es probieren möchtest, oder magst du lieber einen Jet? Kann man einen Panzer zu zweit fahren? Nein. Okay. Wow. What the frick? Das war jetzt nicht so geil. War das der Panzer oder war es eine Handgranate? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dieser Jet genau dann gespawnt ist, als ich da lang gefahren bin. Ja, ich hab's gesehen. Ist bei mir auch zu spät gespawnt. Du, ich glaube, einen Panzer haben wir Pech. Willst du mich bei einem Jet abladen? Da hinten ist doch einer. Mich ein bisschen abschirmen. Oder? Nee, hier ist kein Panzer. Okay, bleib genau da stehen und schirm mich ab. Lauf. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Lauf! Ja, ist ja gut. Jetzt muss ich noch die Luke aufkriegen. Okay, weg da. Kommt man hier eigentlich auch irgendwie wieder raus? Nicht, dass ich wüsste. Oh nein, nicht mit mir, ihr Sackratten. Ich bin weg von der Basis. Okay. Ich versuche, einen Ausgang zu finden. Ich kann nicht, ich weiß nicht, ob ich über die Basis drüber fliegen kann, ohne gleich von der Luftabwehr abgeschossen zu werden. Nee, da hätte ich nicht. Nein, das geht nicht. Mayday! Warum gehen die Türen nicht auf? Die ging noch nie auf, ich bin abgeschossen worden, muss raus, bin tot. Alter, ich war ewig weg von der Basis, hab kein Lock-On gehabt und auf einmal explodiere ich. Das war nicht so geil. Bitte, geht's hier irgendwo raus, verdammt nochmal? Nein, aber ich guck mir den ganzen Spaß jetzt an. Ich bin jetzt, oh Gott, ich bin am Arsch der Welt. Okay, Leute, macht euch auf eine Menge Laufen. Kannst du nicht in den Spectator-Modus wechseln oder geht das nicht? Ich bin schon respawned. Ja, aber kannst du nicht jetzt vom Handy aus spectaten? Wenn du mir sagst, wie? Oh, da ist ein Polizist. Ich weiß nicht, wie. Matic? Probier's mal übers M-Menü. Übers M-Menü? Ist die Fahrzeuge-Tagesziele, spontanes Rennspieler, Spawnpunkt, Yacht, Spielerpriorität. Mach mal Spieler. Zielpriorität? Nee. Nee, Spieler. Hast du vorgelesen? Da müsstest du mich auswählen. Nein, Spieler Zielpriorität. Oh, okay. Spieler hervorheben. This is Frost. Nee. Ein. Ja, jetzt kriege ich nur deine Markierung angezeigt. Aber nicht. Glaube ich, hab eine Idee. Ich müsste mich okay, dann geht und respawnen. Nee, dann geht der Videofeed wahrscheinlich nur. Ich bring mich um und respawn mal in meinem Apartment, oder? Hey, da hinten blinkt dein. Da hinten blinkt dein gepanzerter Wagen. Aber ich komme halt unmöglich hin. Ich kann ja schlecht zu Fuß einfach mal in die Militärbasis reinlatschen. Auch wenn ich nicht mehr weit davon entfernt bin. Ich guck mal, ob ich irgendwas Fahrbares abgreifen kann.
Bitte sag mir, dass das reicht. Ja, ich bin draußen. Nett, willst du mich abholen? Jo. Finde ich gut. Wo bist du? Guck nach... Warte, guck nach oben. Du bist der Punkt da. Ja, musst du eigentlich sein. Es gibt ja keine anderen Spieler. Ja, richtig. Ich bin direkt vor dir. Ich habe gerade eine neue Patrone. Jetzt wirst du mir auch angezeigt. Alter, ich habe einen Weg gefunden, wie man vielleicht zu Fuß in die Basis reinkommt. Die sind immer noch ziemlich sauer auf dich, tot. Oder? Ja. Junge, halt! Hier unten! Warum bist du jetzt jump runter? Mach hinne, sonst ich knall gleich den Soldaten ab. Jetzt auf! Okay, fahr! Soll ich dir nochmal den Weg raus zeigen? Kommt drauf an, ob wir dabei sterben oder nicht. Eigentlich nicht, bis jetzt haben wir erst 2 von 5 Raketentreffern. Also Explosionstreffer. Okay, zähl die Kugeln noch dazu. Die machen kaum was. Ich glaube, du brauchst, 3 oder 5 komplette Munitionsladungen mit einer Waffe. Bevor du da überhaupt was merkst. Er rasselt auf jeden Fall schon. So ein komisches Geräusch. Ach, wir haben Überlänge. Aber was, egal, wir haben Überlänge? Das ziehen wir jetzt kurz durch. Yep. Also, Videoüberlänge. Ich dachte gerade, Fahrzeug. Richtig. Oh, ich hab ihn erwischt. Oh, gut. Ah, schade. Schlecht. Dreh uns rum. Hoffentlich kommt jetzt kein Panzer. Jetzt sind wir zu zweit hier. Jetzt kommt wahrscheinlich einer. Waren wir doch vorhin auch. Also falls du mal aus der Basis raus willst und nicht weißt wie. Hinten über diese Jetblast-Dinger drüber. Ja, da yep. Bei dem. Hui! Geht gut. Oh, das letzte Mal war ich weiter. Mäßig. Das letzte Mal bin ich richtig schön an der Stelle, wo wir jetzt sind, aufgekommen. Und dann sagen wir aber an dieser Stelle hier jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Fa fa fa.